Servus, ihr Tabak- und Pfeifengenießer hier auf YouTube. Als ich diese Woche einmal, ich weiß jetzt den Tag nicht mehr genau, einmal in der Früh auf meinen Kanal gegangen bin, habe ich gesehen, 1000 Abonnenten, gell. Habe mich natürlich gefreut. Mittlerweile sind es, glaube ich, 1005, ja, wie ich das letzte Mal geschaut habe. Und liebe Leute, dafür möchte ich mich recht herzlich bedanken, weil das seid nämlich ihr, weil ohne euch sind wir nämlich gar nichts, gell. Und das kann ruhig weitergehen, gell, auf die 2000, da habe ich überhaupt nichts dagegen. Nochmals vielen Dank, gell. Also hat mich riesig gefreut und freut mich immer noch, gell. Da haben wir gleich ein schönes Weißbier hergekriegt, da wollen wir gleich einen kräftigen Schluck auf euch trinken, Prost. Ach. Das ist heute mal Schneiderweißbier, gell, hervorragendes Bier. Ja, jetzt habe ich natürlich auch überlegt, was mache ich denn, irgendwas muss ich machen, um euch auch was Gutes zu tun. Gell? Und ihr habt ja eingangs die ganzen Tabake gesehen, die was ich da gefilmt habe bei mir. Es werden so viele Dinge, ja, was will ich uns jetzt sagen, möchte jetzt auch mit seinen ganzen Tabake da. Nein, ich habe mir Folgendes überlegt, zum Dank der 1000 und plus Abonnenten. Jeder, ja, ist ganz einfach, jeder, der Interesse hat an drei Dosen Tabak, von denen, die ich euch gezeigt habe, ja, der schreibt mir einfach unten in den Kommentar rein, welche drei Dosen ihr haben will, ja, und sagen wir mal so, nach einer Woche, nächstes Wochenende, werde ich dann die ganzen, schreiben wir das alles dann auf so einen Zettel drauf, den Namen und die drei Tabake von jedem. Mach das dann klein, schmeiß in den Topf, schüttel den kräftig und zieh einen Gewinner raus und dem schicke ich dann die drei Dosen Tabak zu. Gell? Hoffe, habt Interesse dran. Gell? Also wie gesagt nochmal, keine PN oder irgendeine E-Mail an mich, sondern einfach drunten einen Kommentar. Wer Interesse hat, soll sich drei Tabak raussuchen. Nächste Woche lose ich das dann aus. Wem ich den zuschicke, gell? Ja. Was rauche ich denn gerade aus meiner Stefan Kyselka Pfeife? Das ist ein schönes Stück mit Naturbacke, gefällt mir recht gut. Habe ich da den, ja, die Rest, letzten Rest vom Peter Heinrichs Curly Block ist das. Der kommt da in so einer riesen Wurst daher, in 250 Gramm, gell? Ich habe den schon, ach, ich glaube, 2-3 Jahre, gell? Aber in so einem Glas drinnen, bleibt der frisch, gell? Schneiden wir halt immer ein bisschen was her dafür, 5-6 Pfeifen und lasse die dann da in dem Glas einfach da drinnen, gell? Und das ist ein Tabak, zeige euch mal das Tabaksbild. Es sind halt verschiedene Virginias und da ist dann ein Hauch Perique drinnen, gell? Also ganz was Leckeres, der naturnahe Süße. Eine schöne Würze und ja, so dezent fruchtig riecht er und schmeckt er auch. Gell? Bloß ist er schon wieder ausgegangen von der Ratschen. Ja, Leute, das soll halt gar kein so langes Video werden, weil viel Neues bis auf die 1000, gell, auf die, was ich mich auch wahnsinnig freue, Abonnenten. Hat sich die Woche bei mir sonst nicht viel getan. Wetter ist halt so trüb, so Hochnebel haben wir da. Also, Vormittag habe ich noch gearbeitet. Dann war ich noch schnell beim Einkaufen. Und jetzt haben wir gedacht, machen wir es gemütlich, macht das Video. Und schenken wir ein schönes Schneiderweißbier ein. Und Hunger habe ich jetzt auch. Und darum gehe ich jetzt in die Küche vor und mache mir Weißwürst. Gell? Da habe ich halt Appetit drauf. Ja. Würde mich freuen, wenn recht viele Kommentare kommen mit Interessen von dem Tabak. Und dann sehen wir uns ja, nächstes Wochenende. Kann jetzt den Tag nicht genau sagen. Und dann lassen wir das gemeinsam aus hier. Gell? Das soll es gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Servus aus Bayern.